Ja, liebe Leute, La Liga ist abgehakt. Diese Niederlage bei Betis, das tut natürlich extrem weh. Wir müssen aber jetzt. Vor dem City-Spieler haben wir auch verloren. Und jetzt wollen wir hoffen. Ja, jetzt kommen nämlich kommen jetzt alle hintereinander weg. Also, wir haben jetzt City, Chelsea. Wir haben jetzt Chelsea, dann haben wir Real Sociedad und dann haben wir schon wieder Chelsea. Also es kommt jetzt alles ein bisschen hintereinander weg. Das Mal brauche ich nicht zu rotieren. Also auf der Bank wahrscheinlich, oder? Villa Libo wird auf jeden Fall auf die Bank rutschen. Das ist schon mal ganz klar. Vidal wird leider erstmal aus dem Kader genommen. Dafür mit Rodriguez rein und Alvarez braucht einen Rechtsverteidiger auf der Position. Ich brauche einen alten Rechtsverteidiger. Immer Neul muss leider weichen. Sainz darf ran. Aber ich kann ja rotieren eigentlich mehr oder weniger. Ich kann ja auf der. So, ich habe ja einige Spiele auf der Position, ja. Ja, ich muss gucken, was ich mache. So muss es gehen. Irgendwie. Goretzka haben die sich geholt. De Frey haben die sich geholt. Okay. Ja, wie gesagt, in der letzten Runde City ausgeschaltet und jetzt Chelsea hoffentlich, ne? Der dritte englische Verein hintereinander. In der Gruppenphase gab es nämlich United. UEFA Champions League. Und als wäre das noch nicht genug, treffen heute auch noch diese beiden Rivalen aufeinander. Wir Ja, freuen uns Rivalen. auf Athletic Bilbao gegen Chelsea. So. Ja, schauen wir mal, ne? Herzlich willkommen hier an der Stamford Bridge. Wetter ist gut und wir dürfen Sie zu diesem heutigen Spiel begrüßen. Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann begleiten Sie auch heute wieder durch das Spiel. Und wir freuen uns auf das Viertelfinal-Hinspiel in diesem Wettbewerb. Chelsea gegen Athletic Bilbao. Hinspiel in diesem Viertelfinale. Druck, 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 Druck. Er ist da. Er lässt Wir sich nicht wollen den wegdiskutieren. Wettbewerb auch auf der Beide PS5 müssen gewinnen. heute auf den Auf der Platz. PS4 haben wir es geschafft. Beide dürfen sich auf dem bisher Erreichten nicht ausruhen. Aber das sind ja so ambitionierte Coaches, die werden ihren Jungs schon die richtigen Worte mitgegeben haben. Klar, es wird eine Hausnummer werden. Ne? Wie gesagt, hat der Liga gebettet. Ja, wir haben rotiert. Und trotzdem wurmt es So mich, weil ich Chelsea bin heute jemand, gegen der gerne Liverpool. gewinnt, egal Sieg wie, für Sie. gegen mit wem und welche 1-2-3 Mannschaft. bei Ihnen. Sieht man nicht so oft, ist immer spannend. Zunächst mal sollte man die Defensive damit abgesichert haben. Aber wir haben ja auch drei Leute vorne drin. Gesagt, trotzdem ärgert es mich. Es ärgert mich diese Niederlage immer noch. Ich bin ehrgeizig, es tut mir leid. Naja, diese 11 Jungs sollen es richten, So Leute. geht Athletic Bilbao in diese Partie. Kepa steht im Tor. Mikel Oyarzabal steht mit Iker Muniain auf Außen. Ich muss ja Gorosabel Yamir immer auf Gelb geben, weil Gündoğan der soll mir. geht zur Der müsste jetzt hoffentlich entweder jetzt oder im Halbfinale, also ja, irgendeinem Halbfinale soll ich noch ein wichtiges Spiel, dass die Karte sind. Ich will den eigentlich ungern im Finale verlieren. Weil sonst habe ich nur den jungen Alvarez, der ist nämlich gerade mal 18. Boah, irgendwer grillt hier gerade, ich habe übelst Hunger. Mal gucken, ob ich noch was bestelle. Ne? Na gut, okay. So, der erste Durchgang beginnt hier Aber in jetzt der erstmal Liga. Chelsea Sie sind wegflexen. Chelsea Schauen wir es mal Athletic. zumindest. Super, wie er sich durchsetzt. Und ja, der setzt sich jetzt erstmal. Ah, nein, der Mann zwei. Ja, Chance nein, vergeben. vorbei. Und macht es Muriain! gerade Der haut das Ding mal nach 3 Minuten in dieser Anfangsphase. Chelsea scheint es nackenmoorlos in den kaum zu Winkel. können. Man hat zumindest schon mal ein Tor. Ja, Auswärtszuregelung gibt es nicht. Wir schauen noch mal auf dieses Tor und wir Aber wie sehen, gesagt, das ist keiner kann eine ihn Kunst der stoppen. Er läuft Hintermannschaft. einfach und läuft und Er läuft und setzt sich läuft. durch, zieht sich Knallt das Ding durch. einfach im Der Winkel. Abschluss ist auch richtig Modi, gut. hohle Chance. Den bleibt noch hinterher sehen und der Ball ist drin.
Genau, die Chelsea-Fans denken sich, was ist hier los? Fünftes Champions-Tor durch Muniain. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Aber schon mal eine Haus. Schon mal eine Ansage. Abraham. Timmy Abraham. Ich damit. Kepa wird heute im Vordergrund stehen. Der oh ja, Kepa, stimmt, den habe ich ja geholt jetzt gerade. Wissenskonflikte möglicherweise. Wie siehst du das? Aha, schade, den ein bisschen. Nein, glaube ich nicht. Das musst du an Robi ausblenden, ausschalten. Klar, es gibt auch Beziehungen, Freundschaften, aber die ruhen natürlich, sobald es auf den Rasen geht. Das sind Profis. Das ist der moderne Fußball. Heute spielst du hier, morgen spielst du da. Nee, gar nichts gemeldet. Jetzt sieht er gelb und fällt im Rückspiel aus. Mehr oder weniger, das war jetzt eigentlich schon ein bisschen so geplant. Weil ich musste irgendwann auf gelb, die gelbe Karte gehen. Ich musste irgendwann auf diese eine gelbe Karte gehen. Er bringt den Ball auf den langen Pfosten. Das macht er ganz sicher, hat den Ball, der ihn vor keine echten Probleme stellt. Von ihm erwarten wir heute einiges. Er ist ja im Moment voll im Tor nicht aufzuhalten. Das sehen wir. Moment, jetzt könnte es gleich krachen. Muni 1, 5-4. Und damit hat er heute einen Doppelpass. So kann man kontern. Hat der Chelsea-Ecke den Konter 0-2 oder 2-0 für uns. Ja, das ist der Fortbild, wie gesagt. United in der Gruppenphase auswärts geschlagen, City in der im Achtelfinale auswärts geschlagen und jetzt sind wir auf dem Weg, auch Chelsea auswärts zu schlagen. Wir scheinen momentan bei uns auswärts so die Punkte zu sein. Oder beziehungsweise scheint auswärts unsere Stärke zu sein. Darum ist es richtig. Das Rückspiel sieht er ja schon dann am Montag. Genau, am Montag sieht da das Rückspiel. Nicht am Dienstag, weil, wie gesagt, es wird diese Woche Sonntag einmal FIFA geben, weil Formel 1 ja nur bis. Moment, ich muss gerade gucken. Williams! 0-3, nur 20 Minuten gespielt. Chelsea weiß nicht momentan, was ihm passiert. Super Tor. Setzt sich durch, geht frei aufs Tor und macht auch hier alles. Kann außen durchmarschieren. So, ich werde die Chance jetzt nutzen, während wir schon mal 3-0 in Führung liegen, den Wechsel zu machen. Ja, es tut mir für Gorosabel natürlich jetzt ein bisschen leid. Ist jetzt mit meiner Höchststrafe. Der fällt nämlich im letzten Hinterrückspiel aus, aber ich kann so ein bisschen planen. Bevor ich mir da eine gelb-rote Karte hole. Mache ich den Wechsel. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Also, Williams 0-3. Ja, das ist nur wegen der gelben Karte. Wie gesagt, der fällt im Rückspiel eh aus, aber. Aus taktischen Gründen, bevor ich hier gelb-rot kriege und der wieder eine Sperre droht. Sterling. Gut geblockt. Flanke von Sterling. Hab dich. Flanke zu ungenau, so hat sie der Torwart. Gutes, frühes Stören. Das gibt gelb. Nee, gut verteidigt. Notbremse und das kann fast nur rot geben. Oh, ich glaube, es gibt sogar eine glattrote. Bitte Schiri, gib mir gelb. Schon wieder ein Platzverweis. Und dafür muss er runter. Ist relativ einfach. Der Platzverweis, wie ich finde, Wolf, absolut vertretbar. Ich nehme gerade meinen Rechtsverteidiger den runter, weil er sonst gelb-rot bekommt. Und dann fliegt in dem Moment die nächste Szene mein Innenverteidiger vom Platz. Ach Mann, es kotzt mich jetzt schon wieder an, ey. Da muss ich jetzt musst du schon wieder wechseln. Das ist genau das, was mich im letzten Spiel auch schon so ein bisschen genervt hat. Deswegen wird der Wechsel jetzt kommen. Der zweite Wechsel aus taktischen Gründen. Borja Mayoral. Weil natürlich, wir führen 3-0, aber uns fehlen zwei Mann. Jetzt fehlt die Hälfte unserer Stammverteidigung noch im Rückspiel. Nee, so richtig war das Tor in dieser Szene
nicht in Gefahr. Merino. Ich hatte gehofft, dass er vielleicht nur gelb sieht. Gutes Auge von Koulibaly, fängt den Pass hier ab. Und die mit dem Ball, mit dem langen Ball. Tammy Abraham. Ballbesitz Sterling. Also Alvarez ist es klar, das ist die Innenverteidigung. Und ich denke, Nunez wird der zweite Innenverteidiger fürs Rückspiel werden. Merino. Jetzt müssen wir jetzt mal gucken, dass wir das Rückspiel so gehalten. Das war das Spiel so ein bisschen. Madueka. Jetzt die Flanke. Dieser Pass findet sein Ziel nicht. Oyarzabal. Mir fehlt natürlich jetzt mein zweiter Stürmer da vorne, ne? Freistoßentscheidung gegen Schiri, der hat gelb schon. Nee, jetzt gib aber auch mal gelb. Gib mal eine Karte, komm. Der gibt keine Karte? Kein Gelb? Kein gar nichts? Okay. Erstmal abgeblockt. Da gibt der Freistoß. Gute so, jetzt gibt es nochmal eine Freistoßposition, etwas bessere, weil diesmal zentral vom Tor ist. So, mal gucken. Ja, ja, kein Problem bei diesem Freistoß. Leider nicht. Ja, das Spiel ist jetzt ein ganz anderes geworden. Man merkt einfach, dass wir diese Überlegenheit, wo wir die drei Tore gemacht haben, jetzt komplett weg haben. Chelsea ist drin im Match. Wir haben nur noch eine Spitze. Wir mussten zwei unserer Verteidiger mittlerweile vom Platz. Oder einen haben wir verloren und den zweiten haben wir mit glattrot verloren, das merkt halt. Es ist komplett gekippt, das Match. Ecke wird kurz ausgeführt. Weiterer Eckball für Sie. Und hier hin mit der Grätsche zur erneuten Chelsea-Ecke. Ecke kommt. Ja, ganz energisch. Ball ist raus. Gibt erneut Eckball. Wieder Ecke. Aber wir führen 3-0 in erster Linie mal. Das müssen wir jetzt irgendwie halten. Oder? Nächste Ecke, von der anderen Seite diesmal. Die Ecke kommt. Oh ja, sah durchaus gefährlich aus. Abraham. Die Fans ahnen, das ist vielleicht die Chance. Nächste Ecke. Ist diese Sicherheit, die ihn auszeichnet. Kepa ist da. So, dann ist jetzt mal Pause. Es gibt keine weitere Ecke. Das war ja der erste Spielabschnitt. Ja, wie gesagt, das Match ist komplett gekippt. Das Match ist komplett gekippt. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken, dass wir reinkommen. Wieder. Und damit geht nach 20 Minuten 3-0 weg. Dann die Auswechslung. Gorosabel. Ja, vorbei ist er. Und 4-0, nein! Den habe ich mir da weniger drin gesehen. Chelsea wechselt. Den habe ich schon drin gesehen. Der sagt sich gerade 4-0. Herr Thiago Silva. Kurzer Blick aufs nächste La Liga Santander Spiel. Real Sociedad habe ich gesagt schon. Und dann nochmal Chelsea. Der war am Aus. Schiri, der war am Aus. Der war doch im Aus. Wie kann der reingehen? Das war wirklich knapp. Das zeigt die Wiederholung deutlich, aber der Ball ist nicht zu halten. Ey, ist zu gut, zu präzise. Ja, der war doch im Aus. Aber wie kann der reingehen? Das kann doch nicht wahr sein. Ey, da hast du so ein Pimmeltor, das dann auch mal. Ey, der Schiri, der war im Aus, der wird immer überprüft. Mein VR gibt es bei FIFA nicht, aber. Das kann doch nicht sein, dass der hier den laufen lässt, den Ball. Muniain mit Platz auf dem Flügel. Da kommt die Hereingabe. Flanke zu ungenau, so hat sie der Torwart. 3-0 wäre natürlich ein Bombenergebnis gewesen, aber das hat sich jetzt mehr oder weniger schon erledigt.
sehr gutes Tackling, das war wichtig. Wenn Koulibaly da nicht richtig steht, ist der Ball, ist Muniain. Ein bisschen zu weit, dieser Ball. Tja, Ball wieder weg, da müssen sie einfach konsequenter sein bei so einer Konterchance. Alvarez. Gut gelöst da jetzt mal. Da ist die Flanke an den langen Pfosten. Erst die Parade, aber dann geht die Szene weiter. Das ist natürlich ärgerlich. Wäre hier eine gute Chance gewesen. Und das war eine Bombenflanke von Alvarez. Und dann leider verhindert das Mondi das Tor. Ball erobert erstmal. Alvarez wieder. Ha. Mann, 70. Minute. Also wir sind komplett raus aus der Nummer. Und sie verziehen das Ball, den Ball. Ich habe ja auch schon zwei wechseln müssen. Einen habe ich ein bisschen freiwillig gemacht, um eine gelb-rote zu verhindern. Und eine musste ich aus taktischen Gründen machen. Da bekommt er Unterstützung. Und jetzt die Chance. Und? Kein Problem, ganz sicher. Merino war's mit der nächsten guten Chance. Goretzka. Jetzt können Sie den Konter ansetzen. Goretzka. Weg damit. Alvarez, das ist eine Option vielleicht sogar fürs nächste Spiel. Cucurella jetzt. So, der Frei kommt jetzt raus. Der kann nicht wirklich was machen. Scherzi mit dem Angriff. Gehalten war kein wirklich gefährlicher Ball. Zehn Minuten sind noch zu absolvieren. Hier steht, das ist jetzt eine Chance. Und jetzt ist es auf 1:4. Das könnte jetzt endlich die Entscheidung sein. Hier, man ist wieder mit 3 vor. Olmo. Man hat das Ding auch ein bisschen beruhigt bekommen. Aus nächster Nähe das Tor. Sie machen alles richtig in dieser Situation. So, jetzt haben wir natürlich die Wechsel. Jetzt sollen wir noch ein bisschen wechseln. Bevor wir da jetzt noch irgendwas passiert. Ja, ich muss leider. Ich habe ja schon einige Wechsel. Ich habe ja schon zwei Wechsel machen. Zweimal wechseln. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. 1:4. Also wieder 4 Tore auf der Insel. Williams. Williams macht ja sogar noch das 1:5. Ja. Eisekalt. 5:1. Nachdem Chelsea komplett dran war. Dieser Doppelschlag von Bilbao. Und das mit einem Mann weniger. Ja, 5:1 ist doch schon mal eine Hausnummer. So, jetzt gehen die Wechsel durch. Jetzt also der Spielstand. Iñaki Williams mit dem Tammy Abraham. Ja, der hat sein Tor gemacht, aber kurioses Pimmeltor. Boah, der war wichtig. Gar nicht einfach, denn der war wirklich gut. Ich weiß gar nicht, wie viele Ecken die Chelsea mittlerweile hatte. Nicht konsequent genug. Szene geht weiter. Ende aus, vorbei, 1:5. Der Weg ins Halbfinale, Fragezeichen. Richtig. Aber 5:1 aus, jetzt ist doch schon mal eine Hausnummer.
In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich. Ja, nach 20 Minuten 3-0. Wie gesagt, dann die Wechsel, die rote Karte. Und plötzlich ist Chelsea da. Ne? So, jetzt haben wir. Ja, schon wieder gesperrt, schon wieder. Ich sag ja, das ist. Und dann die Viviane zu viele gelbe Karten. Ja, das ist die rote Karte gewesen, wie gesagt. Und jetzt sind die gelb-rote Karten. Und die nächste Partie in der Champions League werden ohne zwei weitere Verteidiger passieren. Ich hab dich doch gespielt. Du bist im nächsten Spiel definitiv dabei. Gut, dann würde ich sagen, bin ich raus für heute. Wir sehen uns nicht am Montag erst wieder, sondern dieses Mal schon am Sonntag. Mit dem entscheidenden La Liga-Match gegen Real Sociedad San Sebastian. Und dann geht es hoffentlich um den Titel. Wir haben 19 Punkte momentan Vorsprung. Diesen kleinen Vorteil, den wir uns geholt haben, nachdem Barcelona gepatzt hat. Wir haben nämlich ebenfalls unser Spiel gepatzt. Ja, die sollen wir auch mit der vollen Kapelle spielen. Weil ich will den Titel unter Dach und Fach bringen. Ja, wenn wir wahrscheinlich nicht, weil, wie gesagt, diese Niederlage unnötig. Also wird es nicht das wahrscheinlich Matchballspiel werden. Da müssen alle drei hinter uns verlieren. Dafür liegen die alle zu eng beieinander. Ja, trotzdem ist es Derby-Zeit. Wir wollen gewinnen und hoffen, dass wir uns diese drei Punkte holen. Bis dahin und tschüss.